Tja, dann machen wir das Ganze eben nochmal. Hat Rakatari um ein Fahrzeug gebeten. Hier ist halt echt ein Grind. Aber hey. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich weiß nicht mehr Würde das genau, mich was hören, es das zu gibt. sagen? Bin mir gar, also es gibt auf jeden Fall ein Abzeichen, also was man sich auf den Rucksack machen kann. Keine Ahnung, ob das erstrebenswert ist. Ist nicht hoch genug? Ja. So vielleicht? Ja. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Hey, Sicario mit Maschinenpistole bei dem Truck. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Das weiß ich, mache das erstmal direkt so. Okay, Feuerleuchtrakete. Der Trottel läuft echt auf die Fackel zu. Setze Drohne ein. Alarm hier drüben. Feind markiert. Da unten haben wir einen. Jetzt kann ich nicht herunter, weil der da steht. Zusammen mit seinem Kameraden. Ich könnte die vielleicht beide töten sogar. Wenn sie schon so schön da stehen. So viele habe ich hier noch nie getötet. Sucht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz, weil ich dadurch immer aus. Entdeckt das ist, wurde. Wonach wir suchen. So. Und jetzt raus. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. Diesmal nehme ich auch keine Ressourcen mit. Ich habe Angst, dass sie zurückkommen und die Leichen entdecken. Bevor ich hier raus bin. Ab dafür. Oh fuck. Was war das denn? So. Geschafft. So, und jetzt Flugplan. Jetzt machen wir Flugplan und dann, wenn wir dann in Media Luna angekommen sind. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Wenn wir in Kuani angekommen sind und den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ernsthaft. Dann und den Käufer in der Mangel haben, dann aktiviere ich den Booster. Hey, alles cool. Mich eigentlich auch dahin beamen. Komm. Beamen. Schnell reisen. Ay, fuerza, ay, mente. Fuerza. Moment, geht gleich los. So. Hier wieder. Viva la Rebellion! Ich bin der Pilot. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Kannst du mit dem Bock auch springen? Oh fuck, 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 fuck. Da, oh, das war schlecht. Die Explosion hat sie misstrauisch gemacht. Das war echt schlecht. Einfach voll verfehlt.
habe die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzubauen. Ich sehe den Fluglotsen. Dann mal los. Hallo Fluglotser. Ganz ruhig, Way. Ich bin nicht dein Way. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? Was wollen Sie? Sie arbeiten mit Boston Reed zusammen. Streiten Sie es nicht ab. Das tut doch nur weh. Da bien, wie Sie wollen. Ich will wissen, was er macht. Wohin fliegt er am häufigsten? In Media Luna, pues. Östlich von hier, nach Osten. Da ist eine Landebahn im Busch, die er beliefert. Wenn der Chef Reed einen Käufer treffen will, schicke ich einen Code und dann kommt der Käufer zum Flugfeld in Media Luna. Der Käufer trifft ihn am Flugfeld, um die Ladung abzuholen. Herr mit dem Code. Und zeigen Sie mir den Rechner, von dem Sie ihn schicken. Está bien, hier ist er. Untersuchungswürste entdeckt. Hey, wir haben einen Narko. Wo hast du sie? Beim Checkpoint. Codes gesendet. Jetzt müssen wir zum Flugfeld. Laufen wir den ganzen Weg nach Media Luna, Boss? Klar. Ich habe eine andere Idee. Eine der Kisten da draußen dürfte aufgetankt sein. Schlau. Reeds Leute schießen uns nicht ab und der Käufer erkennt uns nicht. Wer hat die meiste Flugerfahrung? Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Die haben Alarm am Start. Es wird keine Verstärkung einfliegen. So. Die werden dich sehen, warte. Niemand wird mich sehen. Niemand. Hoffe ich, zumindest. Bleibt ihr mal da weg, sonst werdet ihr entdeckt. Nicht ich. Nicht ich, sondern ihr. Kann ich darunter zielen. Sowas hasse ich ja, ne? Wenn man mit dem Visier schießt, anstatt mit der Waffe. Also ich schieße in dem Fall. Ja, hier mit dem Visier. Weil der Lauf der Waffe zeigt ganz... Also der ist auf jeden Fall nicht drüber. So wäre die Waffe drüber. So nicht. Naja. Ich sehe eine montierte Waffe. In einem Multiplayer-Spiel ist das um einiges schlimmer. Rainbow Six Siege. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Wir hatten Schuss gehört. Hier unten ist jemand bei mir? Wir wissen, dass irgendwas los ist. Der Leutnant haut ab. Wer hat den Schuss gehört, bitte? Ja, Action. Ich habe Hakatari um Verstärkung gebeten. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Ach, da unten der? Nee. Da muss doch einer bei mir in der Nähe sein, der den Schuss gehört haben muss. Ich kann das Ding nochmal hacken. Die Rebellen und Santa Blanca gehen sich okay. Greifen wir ein. Ich hab ihn getroffen. Ich hier immer noch mal auf. Gebeten, die Gegend aufzuklären. Ah, tatsächlich, guck mal da. War tatsächlich einer. Das ist meine Wallhack-Light. Oh nee. Ihr nicht. Sorry, ihr dürft euch nicht einmischen. Ihr dürft euch nicht einmischen. Machen wir das mal ein bisschen rabiater hier. Arabiata. Ducken! Ducken! Neben dem Container! Wenn man Animationen nicht abbrechen kann. Hallo! Feuer! Feuer! Geh mir aus dem Bild, Mann! Der Truck entkommt! Macht gar nichts, also schon, aber. Ich
Zerstört. Ich nehme die Penne und Feuer. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Da unten haben wir noch ein paar Rebellen, die wir befreien können. Da war doch gerade einer. Ah, oder? Noch ein Heli? Nicht mit mir. So, ich will mir den MTW holen. Keine Tagus mehr da. Ich hatte so ein Gefühl. Na, eigentlich wollte ich nur das Fass zum Explodieren bringen. Fass zum Explodieren bringen. Weil ich Explosionen mag. Ich fahre. Ups. So. Flugzug. Flugzug ist da. Wobei, hier hängt ein... Ja, warum nicht? Nehmen wir eben eine Gurke mit. Kaktus. Nichts passiert. Ich sehe das ein bisschen anders. Dezent, anders. Ich kann auch ein Flugzeug. Militärflugzeug, wo ist es? Der Kaktus hat das Flugzeug zerstört. Das ist die Kacke, wenn man so viel Zeug freigeschaltet hat. Wenn man so viel Kram freigeschaltet hat, dann... Oh, oh. Jetzt hat dieser Drecksrebell mich einfach überfahren. Dafür wird er mit dem Tode bestraft. Feuer! Feuer! Oh, weißt du was? So, Drecksack. So. Nee, der ist ein bisschen behäbiger. Na, eigentlich ist es der gleiche Flieger. Auch wieder so ein Ding mit. Das ist auch wieder reine Spielzeitstreckung, dass man so weit weg muss. Sieht ganz witzig aus. Aber ich befürchte, ich komme jetzt nicht mehr schnell genug, hoch genug, um den Raketen um die Raketen zu, ja, umgehen. Egal. Egal. Wir sind hoch genug. Seht ihr da rechts unten? Da jetzt der Nordpfeil vom Kompass zeigt genau drauf. Ja. Yeah. Da steht
eine Flugabwehr, glaube ich. Nein, es steht ein Heli da. Okay, so kann man sich irren. So kann man sich irren. Fail. Da unten steht eine Flugabwehr. Ups. Nun. Egal. Solange es passt.